Yo, hallöchen Leute und willkommen zurück bei The Forest. Und nicht wundern, wir waren ja in der letzten Folge eigentlich auf der Suche nach einem, ja, neuen Platz, wo wir unser großen Außenposten machen können. Aber in der Zwischenzeit, also in der Pause, habe ich dann mal überlegt, das wird sich vielleicht gar nicht mehr lohnen, weil wir nur noch einen Tag warten müssen, bis das Update kommt. Und da habe ich mir halt einfach mal überlegt, dass es, ja, es kann ja sein, dass wir dann wieder den Spielstand neu laden müssen und der Spielstand dann ja nicht mehr brauchbar ist, sodass wir das nochmal neu machen müssen alles. Und da würde ich eher sagen, wir lassen das mit diesem riesen Außenlager, Außenposten und machen hier erstmal noch ein bisschen weiter und probieren ein paar Sachen aus. Weil ich habe ja immer noch den Rebalanced Mod drinne und da habe ich eine richtig coole Sache entdeckt. Und das möchte ich auf jeden Fall mal mit euch gleich mal ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. Und dann möchte ich auch nochmal mein Inventar abchecken. Weil das war ja wieder verbuggt, aber wie es aussieht, müsste es eigentlich funktionieren, weil die Blätter sind wieder da. Der Schnaps ist auf einmal wieder aufgetaucht. Und das ganze restliche Zeug auch, was unsichtbar war. Ja, ich habe ja immer noch mit dem Inventar Probleme. Aber naja. Gut, wir haben Hunger. Dank des Rebalance Mods. Habt ihr gesehen, wie viele? Wie viele Hasen da waren. Auf jeden Fall wegen dem Rebalance Mod können wir ja alle Beeren essen. Also ist eigentlich egal, ob wir die jetzt hier reinhauen. Zack, zack, zack. Irgendwie zu einfach. Sollten irgendwie unterschiedliche Effekte haben, die Sachen. Aber irgendwie habe ich bis jetzt noch nichts mitbekommen. Oh, Blümchen. So. Sammle ich die nochmal schnell auf, auch wenn es nichts bringt. Oh, Besuch. Ach ja, und das muss ich jetzt nämlich ausprobieren. Ich muss mich mal hauen lassen. Nicht wundern, Leute. Einfach mal hauen lassen. Oh, okay, es funktioniert. Auf dem Weg von, ja, von der Mitte der Insel zurück hierher. Wurde ich nämlich auch, sind auch welche gekommen und die haben mich gehauen und ich habe keinen Schaden bekommen. Und ich dachte irgendwie, was ist denn hier los? God Mode oder sowas? Es gibt hier einen God Mode. Aber, jetzt seht ihr das oben rechts, habe ich das eingeblendet mit F8 kann ich das HUD nämlich da ein- und ausblenden. Und wie man sieht, ist der God Mode, ich guck mal nach unten, dann sieht man das besser. God Mode auf jeden Fall off und Creative off. Und der war auch vorhin, wo ich das ausprobiert habe, off und trotzdem habe ich keinen Schaden bekommen. Da war ich total verwirrt auf einmal. Und dachte mir, was ist denn jetzt los? Nicht schon wieder so ein komischer Bug. Ich will doch einfach nur spielen. So, und ja, das ist perfekt. Das ist das nächste, was ich ausprobieren wollte. Und zwar, wir haben einen Hasen. Leider tot. Nehmen wir mit. Okay, ich glaube, nee, ich hatte keinen mehr. So, das ist ein Hasenkäfig, der eigentlich noch nicht benutzt werden kann. Aber wenn wir diesen Hasen in die Hand nehmen, taucht plötzlich da ein C auf. Und jetzt können wir einfach mal C drücken und plupp. Was ist denn da los? Ein lebender Hase, zur Hälfte im Boden. Aber nicht so schlimm. Und es funktioniert, wir können auf jeden Fall Hasen halten. Und mit E, jetzt sieht man es nicht so gut, mit E kann man es wieder rausnehmen. So, und jetzt probieren wir erstmal aus. Kann man es wieder rausnehmen? Kann man den Hasen halt wieder rausnehmen? Jetzt probieren wir erstmal aus, wie viele da reinpassen. So, ich weiß nicht, warum wir die töten müssen. Aber so funktioniert es leider nur. So, jetzt haben wir schon zwei. Och, wie niedlich, Plüsch. Warum verstecken die sich im Boden? Und alles frei. Okay, nee, noch nicht. Kopf runter. Und alles frei? Nein, immer noch nicht. Okay, Kopf runter. Und alles frei? Immer noch nicht. Alles klar. Okay, Kopf runter. Oh, eine Feder. Nein. Oh, jetzt habe ich keine. Ja, und dann sind sie auch natürlich wieder roh, wenn man sie rausnimmt. Also, ja, ne? Tot. Ohne Haut. So, den schauen wir auch noch. Aber das geht leider nur, wenn wir eine Axt in der Hand haben. Komm! Dadab, dadab. Oh, der war mies. Der war mies. So, habe ich jetzt alles mit dir dann vom Hase? Ja. Wir müssen auch gleich nochmal ins Dorf rennen zu den Koffern.
Ich will nochmal testen, wo mein Klaff abgeblieben ist. Wo mein Klauf. Oh Gott, ein bisschen verwirrt. Einen Moment. So, zack. So. Jetzt haben wir schon drei. Mensch. Ich glaube, das wird unser Kaninchenlager hier. Kaninchen. Wo sind die Kaninchen? Ach, das brauche ich auch. Eine Echse. Zack. Danke. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das... Ich glaube aber... Also das mit den Hasen funktioniert, glaube ich, nur im Rebalanced-Mod. Ihr könnt es ja mal so versuchen. Ohne Mods, beziehungsweise vielleicht mit dem No More Bird... No More Birds-Mod. Ob das da auch funktioniert mit den Hasen? Jetzt haben wir schon vier! So. Deine Haut brauche ich. Eigentlich könnten wir das Fleisch liegen lassen. Ja, das ist eine tolle Verschwendung, dass ich das immer aufhebe. Ich brauche überhaupt gar kein Fleisch. Ich habe so viele Bärchis. Und dadurch, dass ich auch noch alle essen kann, ist es dann noch mieser. So, ich brauche mal noch Fisch. Einmal bitte. Oh, ich drücke schon nur einmal X und trotzdem ist das Fleisch mit auf. Wo ist der Hase hin? Da ist er. Muss gucken, wie viele Hasen da reinpassen. Oh, okay, gut. Zack. Sagt nichts. Sagt einfach nichts. Nichts, nichts. Ich habe da jetzt nicht gerade irgendwas vergessen. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Das sind wahrscheinlich die letzten Zuge. Na, was machst du denn da? Ich glaube, der will sich wieder umdrehen, aber der schafft das nicht. Naja, egal. 1, 2, 3, 4, 5. Und Luft rein. Nee, alles klar. Okay, wieder runter. Tschüss. Oh, das sind... Das ist schon wieder einer. Und noch... locken wir die jetzt irgendwie alle an? Da vorne liegt ja auch noch einer. Den muss ich gleich noch holen. So, 5 haben wir jetzt hier drin, ne? Boah. Das ist ja schon wieder. Das ist schon fast Massentierhaltung. Ach, da ist er. Zack. Was? Ist bloß blöd, dass die so in der Erde drin stecken. Darf ich mich mal bitte ducken? Hallöchen. Wir brauchen noch mehr. Gucken, wie die da noch reinpassen. Hey, steh bitte auf. Ja, im Rebalance-Mod braucht man nämlich nur einmal klicken, um sich zu ducken. Aber mit dem Controller, mit den Sticks, ist es irgendwie ein bisschen buggy. Aber naja. So oft muss ich mich hier jetzt zum Glück nicht ducken. Hallo? Hasen? Aha. Zock! Okay. Na, da können wir nur einen tragen, das ist total ärgerlich. So, jetzt hat mal 7 drin. Oh, dieser Vogel. 7 passen noch rein. Wir brauchen einen neuen. Achso, den muss ich ihn schmeißen. Zack. Könnt ihr ja noch einen Artgenossen geben. Oh, er ist so fies. Nein, das kann ich jetzt ja gar nicht mehr rausnehmen. Oh, ich bin ja ein Idiot. Ah doch, Glück gehabt. Ich dachte schon, wenn ich das jetzt rausnehmen will, nehme ich die ganzen anderen Hasen. Ja, was machen wir denn jetzt? 7 passen rein? Darf ich mal ducken? Ich muss mal alle anschauen. Oh. Das war schon mal eine coole Sache. Das gleiche möchte ich jetzt bitte nochmal mit Echsen. So, okay, das haben wir jetzt hier gemacht. Schnapp ich mir die Echse hier nochmal. Ein paar Echsen halten wäre auch ganz cool. Oder ich will eine Schubkarre. Eine Schubkarre wäre doch cool. Oder irgendwas, wo ich Baumstämme drauf transportieren kann. Weil es ist ja total blöd, mit zwei Baumstämmen hin und her zu rennen. Wenn du irgendwie so ein... Von mir aus, wie in Stumping Land, das würde auch schon ausreichen, dass du einfach nur eine Kiste hinter dir herziehst.
An der Kiste an einem Seil befestigt und die ziehst du hinter dir her. Das wäre ja sogar möglich. Seile gibt es hier. Und Holz gibt es ja auch genug. So, genau. Ich wollte mal kurz zum Dorf. Ein paar Koffer öffnen wegen Stoff. Und danach können wir nochmal zurück und nochmal einen Hasenkäfig bauen. Ich würde auch gerne da unten mal einen Hasenkäfig... Ja, das, ja doch. Ich glaube, wir bauen da unten dann erstmal einen Hasenkäfig auf. Im Hauptlager. Die Frischis. So, wo sind die Koffer? Oh, Flair. Oh Gott, wie viele wir davon haben. Och, Güdi und... Achso, ja, im Rebalance kommt das zweimal zu, hm? Ja! Okay, wir haben nur einen Klaff, wir hatten fast 100. Aber egal, es ist wieder zurück. Die Musik! Musch wieder weg. So. Was war denn da jetzt drin? Noch mehr Klaff? Jupp. Zack. So, mach mal auf hier. Ja, ich bin eigentlich mal echt gespannt, so was sie im nächsten Update hier bringen. V0.04. Ich hoffe, dann kann man auch mal das Hausboot bauen, weil das ist ja auch verbuggt. Das kann man auf jeden Fall nicht platzieren, das Hausboot. Könnt ihr auch mal ausprobieren. Oder falls ihr wisst, wie es funktioniert, könnt ihr mir das ja mal schreiben. Und eine coole Sache wäre halt, wenn das dann nicht mehr verbuggt wäre, beziehungsweise halt immer funktioniert. Also ein Hausboot könnte man dann mal bauen. Als erstes machen wir natürlich unser großes Hauptlager, wenn es dann wieder losgeht. Auch wenn wir von vorne anfangen müssen. Machen wir uns dann gleich in der Mitte der Insel bereit. Die Stelle, die ich in der letzten Folge gezeigt habe. Oh Gott. Ach, apropos. Ich habe noch was viel krasseres entdeckt, aber die Stelle können wir nicht nutzen. Oder vielleicht nehmen wir sie... Dann, nach dem nächsten Update als, ja, Hauptlager oder Zwischenlager dann nochmal. Das waren alle Koffer hier. Dann bin ich jetzt zufrieden. Wir haben auf jeden Fall wieder unseren Stoff zurück. Okay, die Stelle zeige ich euch jetzt mal. Die ist mega. Die ist... Okay, es gibt halt keine Tiere und so da. Aber man ist sowas von abgeschottet. Muss aber erstmal... Bärchis. Geil. Wusste ich gar nicht, dass hier auch welche sind. Aber nur zwei Büsche. Ach, da vorne ist auch noch ein Busch. Okay. Ne, hier nicht. Aber wir sind auf jeden Fall in der Nähe. Das war nämlich nicht weit von unserem Hauptlager. Hier ist es. Das ist schon die Stelle hier allein. Das ist schon... richtig... Geil, so bloß, wir müssen jetzt den Weg hier runter finden. Ach ja, genau, hier ging's runter. Hab schon überlegt, ob man hier einfach nicht so einen Steg rausbauen soll. Das ist doch mega. Wie abgelegen, hier kommt doch niemand hin. Wie soll denn hier irgendwas hinkommen? Außer es spawnt da unten. Und wie gerade hier, wie perfekt zum Bebauen das hier alles ist. Also wie ich das hier entdeckt habe, ich dachte mir auch, geil. Viel besser als das Hauptlager, von der Fläche her. Wir haben sogar hier unser eigenes Boot. Mit dem kommen wir leider nicht weg. Hier ist aber sonst gar nichts. Ich habe mal so geguckt. Können wir jetzt zusammen auch nochmal gucken. Außer, was ist das? Sowas sollte man eigentlich nicht versuchen. Manchmal denkt man, da ist Wasser und plötzlich fällt man einfach durch. Schwebende Seesterne. Die können wir aber leider nicht einsammeln. Ein paar Steinchen noch. Ein Baumstumpf. Was ist das denn? Ach, wieder verbuggt. Das ist ja aber auch mies. Ach, krass. Kurz da drin immer verstecken, wenn irgendwas ist. Oh! War nach vorne gerannt. Naja, wollte ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen, die Stelle.
Vielleicht möchte der eine oder andere sich hier immer was bauen. Unser Hauptlager ist auf jeden Fall da vorne oben den Felsen. Also einmal rum. Warte mal, wo ist denn. Ach, leider sieht man das. Das ist die Insel mit dem Zelt vor uns. Das Zelt sieht man bloß gerade nicht. Deswegen, und die Stelle, ich finde die mega geil. Alles schön flach. Weg von den ganzen Verrückten da. Wenn was ist, rennt man halt hier hoch. Das ist fast so wie drüben. Nur ein Stück weiter weg. Oh mein Gott. So, rennen wir ganz schnell mal dahin. Wenn wir schon vom Hauptlager reden. Und probieren da auch nochmal so einen Hasenkäfig aufzubauen. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht großartig was Krasses starten, da wir ja nur noch den einen Tag warten müssen. In der nächsten Folge werde ich wahrscheinlich auch noch ohne Update zocken. Aber in der übernächsten. Ne, überübernächsten meine ich. Dann müsste eigentlich das Update wieder da sein. Ja, rechel nicht so rum. Guck erstmal, ob deine Fallen hier noch stehen. Wunderbar. Was ist eigentlich mit den Bäumen? Warum wachsen die nicht nach? Achso, oder bleiben die hier? Wahrscheinlich das hier. Ich werde daraus irgendwann mal einen Riesen bauen. Hoffe ich mal. So, steht hier noch alles? Wunderbar. Da auch. Mal Licht anmachen. So, Hallöchen. Wir hatten ein paar Blümchen, habe ich gehört. Super. Drei oder so aufgehoben, aber nur eine kann ich platzieren. Jetzt ist die Frage, wo bauen wir unseren Hasenkäfig hin? Weil hier drin will ich nicht hinbauen, weil der verschwindet sowieso dann hier in den unter dem Boden. Und die Hasen sind ja sowieso schon so zur Hälfte im Boden. Dann wären die komplett weg, dann würde man die gar nicht mehr sehen. Hier ist mir das Ganze ein bisschen zu schräg. Hier wollte ich eigentlich nochmal ein paar Gärten hinbauen. Obwohl es mir eher aussieht wie so ein Komposthaufen. Verdammt! Oder bauen wir da oben die Hasen? Ja, wie macht die Hasen da oben hin? Müsste noch erstmal Hasen finden. Okay, wir haben noch einen. Kommen Sie hier hin. Nehmen Sie Feuer. So, hier muss mein Rabbit Cage. Ach, stehen wir doch so hin. Aber bitte gerade, wenn es geht. Okay, danke. So. Nein. Noch ein Stückchen. Die Sonne geht unter. Wir müssen uns beeilen. So. Ich nehme einfach ein paar mehr mit. Oder so mehr. Für irgendwann dann mal. Stöckchen braucht man nicht mehr so. Licht anmachen. Hä? Ja, es kommt davon, wenn man wieder E drückt, ne? Wo sind Stöckchen hin? Was ist denn das an die Hand? Warum packt das nicht? Hä? Naja, wieder ein bisschen buggy, glaube ich, das Ganze. So. Haben wir da jetzt auch einen Hasen? Gut, alles klar. Dann lassen wir den einmal da drinnen. Oh, wie Vögel hier schon wieder auftauchen. Und. Oh, eine Feder, die nehmen wir auch nochmal mit. Deswegen, die Vögel tauchen ja jetzt wieder auf. Weil wir ja nicht mehr Normal Birds drin haben, sondern den Rebalanced Mod. Findet auch den Link auf jeden Fall in der Beschreibung zur Steam Community. Und da findet ihr dann auch mal also auf der Seite findet ihr dann auch den Link
zum Rebalance-Mod und auch nochmal so einen Installation-Guide, so einen kurzen. Ist aber eigentlich alles recht simpel, wie man das hier macht. So, deswegen, und ich mache jetzt dann auch erstmal Schicht für heute. Die Hasenjagd war ja sehr, sehr anstrengend. Eigentlich müsste ich mal, aber jetzt kann ich die doch gar nicht mehr essen. Das ist doch viel zu traurig, wenn ich die jetzt schon halte. So meine Haustiere. Naja gut, dann werden wir jetzt erstmal nur noch Echsenfische und Bärchen essen. Also Waldbären. Bären, nicht Bären, Bären. So gut, alles klar. Ich sag dann mal danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.